Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es hat jetzt ein wenig länger gedauert. Warum, wieso, weshalb? Das erzähle ich euch im nächsten Video, weil sonst wird es hier, glaube ich, zu lang. Es soll um dieses kleine Büchlein heute gehen, Die weibliche Energie der Rauhnächte von Christine Dohler vom Goldmann Verlag. Es war super spannend, wie das Buch so in mein Leben kam. Ich hatte es erst bestimmt schon so im Oktober bei Pinterest gesehen. Daraufhin habe ich zwei Freundinnen geschickt, die auch die Rauhnächte begehen. Bei mir ist es jetzt schon das sechste Jahr. Und die haben beide das Buch alle unabhängig voneinander auch schon mal gesehen. Dann haben wir so ein bisschen Zeit vergangen. Eine Freundin hat sich es dann nochmal bei Thalia ein bisschen genauer angeguckt. Die andere Freundin hat es direkt gekauft. Mittlerweile haben wir es alle. Also egal, Thalia, was eure Werbestrategie war. Sie hat sehr gut funktioniert, weil überall kam plötzlich dieses Buch. Und lasst mich mal kurz gucken. Es ist auch tatsächlich, also das ist jetzt die zweite Auflage. Originalausgabe Oktober 23. Nee, dann ist es auch tatsächlich erst aus diesem Jahr. Und wer jetzt nicht weiß, was die Rauhnächte sind, das ist so ein spirituelles Ding. Das sind die Nächte, also es gibt 12 Rauhnächte für jeweils die 12 Monate des neuen Jahres, in denen man sich so ein bisschen auf das neue Jahr ausrichtet, in denen man Wünsche äußert, in denen man einfach eine Grundlage schafft für ein positives neues Jahr. In unserem Fall jetzt 2024. Hier ist auch übrigens so schön, für alle Frauen, die ihre weibliche Weisheit und innere Stärke entdecken möchten. Für dich, weil du bereit bist. Also auch dieses, ich liebe ja diesen Ausspruch, dass dich gewisse Bücher zum richtigen Zeitpunkt in deinem Leben finden. Das würde sich hier wieder so schön ergeben. Und ich habe die Rauhnächte noch nie explizit in dieser weiblichen Kraft, mit dieser Intention, Weiblichkeit, Frau sein, begangen. Und in diesem Jahr machen das aber unglaublich viele. Also ich habe allein drei Angebote gesehen, die sich so wirklich auf die Weiblichkeit in den Rauhnächten fokussieren. Und dieses Buch ist ja wieder so ähnlich. Und es geht erstmal so inhaltlich, okay, was ist eigentlich die weibliche Energie? Was sind die Rauhnächte? Welche Rituale kannst du während der Rauhnächte begehen? Und da muss ich sagen, dadurch, dass ich das jetzt schon im sechsten Jahr mache, es gibt wahnsinnig viele Rituale. Man darf für sich das rauspicken, was für einen selber am besten passt. Und ich habe die ersten Jahre immer mal ausprobiert, festgestellt, ist was für mich, ist nichts für mich. Und jetzt habe ich eigentlich schon so mein Ding, was ich da so immer mache. Fand es aber super spannend, dieses Jahr zu sagen, unter dem großen Fokusthema Weiblichkeit die Rauhnächte zu begeben. Und deswegen wollte ich jetzt noch schnell dieses Video für euch machen, weil ihr das Buch auf jeden Fall jetzt noch pünktlich zum Start der Rauhnächte bekommt. Diese Rauhnächte hier starten nämlich am 25. Dezember. Da gibt es auch, weil das halt so eine ganz, ganz ursprüngliches Ritual ist, die Rauhnächte zu begehen, gibt es unterschiedliche Überlieferungen, auch was den Beginn der Rauhnächte betrifft. Man startet so ein bisschen am 21.12. mit der Wintersonnenwende. Da kann man schon so vorbereitende Rituale machen. Und ich habe es tatsächlich auch immer so gemacht, dass ich am 25.12. gestartet habe. Kenne auch, aber auch welche, die eben mit dieser Wintersonnenwende dann direkt auch in die Rauhnächte reinstarten. Und dann hat eben jede der 12 Rauhnächte ein bestimmtes Thema. So ist die erste Rauhnacht zum Beispiel in die Ruhe finden. Dann ist die vierte Rauhnacht in Dankbarkeit und Würde leben. Hier habt ihr nochmal in Freude und Leichtigkeit sein, Liebe zu dir selbst, im eigenen Rhythmus flowen. Und das finde ich ganz spannend und möchte einfach in der jeweiligen Rauhnacht die Impulse, die Ideen, die Rituale hier aus dem Buch lesen. Und es einfach nur so aufnehmen und einfach so Intentionen setzen für das neue Jahr in diesem Fokus auf weibliche Kraft. Und was mir ganz, ganz doll wichtig war, ich finde nichts schrecklicher als aufgeschriebene Meditation. Und das hat man ja ganz oft in Büchern,
dass dann da dieser Meditationstext steht. Und ich denke mir, wie stellt ihr euch das vor? Ich möchte, ich muss im Liegen mit geschlossenen Augen meditieren. Wie soll ich da jetzt auch noch so einen Meditationstext? Wie soll das entspannend sein? Und deswegen gab es ein ganz wichtiges Ausschusskriterium für dieses Buch. Ich wollte mir die Meditation herunterladen können. Und hier gibt es eben einen QR-Code. Die Meditation aus diesem Buch findest du zum Anhören online und als Gratis-Download-Option auf dieser Seite. Und dann habt ihr eben den QR-Code. Und da gibt es 3 Meditationen. Die Meditation in die Ruhe finden, die Meditation deine Urkraft und dein Urvertrauen entdecken und die Meditation Leichtigkeit und Freude in dir aktivieren. Ich bin aber so ein Mensch, ich möchte für jede Rauhnacht eine Meditation, deswegen brauche ich zu diesem Buch noch eine Ergänzung. Wenn ihr jetzt nicht so der Meditierer seid oder euch auch 3 Meditationen reichen, kann dieses Buch völlig ausreichend sein. Übrigens finde ich es auch wundervoll gestaltet. Das trifft genau meinen Geschmack. Also das mit den Meditationen war mir nochmal unglaublich wichtig. Und was ich auch schön finde, wenn man das vielleicht auch so ein bisschen als Einstieg sieht, sich so ein bisschen spiritueller mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen, die Rauhnächte vielleicht zum ersten Mal begeht, da wunderbare Impulse erfährt, hat man hier dann nochmal ganz viele Literaturempfehlungen. Unter anderem ein Buch, was ihr mir auch schon empfohlen habt, zum Thema Frauenkörper wird hier nämlich auch empfohlen von Christiane Nordrup. Von ihr ist auch das magische Mädchen. Frauenkörper, Frauenweisheit, wie Frauen ihre ursprüngliche Fähigkeit zur Selbstheilung wiederentdecken können. Aber auch so übers Räuchern, zum Thema Energie, zum Thema Ruhe. Eckhart Tolle wird natürlich empfohlen. Genau, und dann habe ich auch hinten in den Empfehlungen gesehen, also zum einen gibt es von der Autorin da nochmal ein extra Buch, wenn man sagt, boah, das gefällt mir hier so gut. Na, ich kann natürlich noch nicht viel jetzt hier zum Inhalt sagen, aber das gefällt mir so gut. Ich mag ihren Schreibstil, ihre Art. Gibt es da noch ein Buch Rituale, wie sie uns im Leben stärken? Wenn man sagt, man möchte jetzt über die Rauhnächte hinaus im neuen Jahr Rituale für sich etablieren. Und was ich ganz cool finde, was ich mir dann fürs nächste Jahr unbedingt angucken möchte, ist Rauhnächte mit Kindern erleben. Da gibt es nochmal so ein extra Buch. Da ist das. Rauhnächte mit Kindern erleben, eine magische Reise für die ganze Familie. Die schönsten Rituale, Bräuche und Meditationen für die Zeit zwischen den Jahren. Wir hatten uns nämlich auch darüber mit einer Freundin ausgetauscht, wie das ist mit den Kindern und konnten uns das beide noch nicht so richtig vorstellen. Wir hatten die Idee, ein gewisses Ritual, das Ritual der 13 Wünsche eventuell mit den Kindern zusammenzumachen, waren uns da aber auch noch nicht so einig drüber. Und deswegen fände ich, das habe ich aber jetzt einfach zu spät entdeckt, ich habe keine Zeit mehr, noch das Buch für Kinder einfach durchzulesen und zu schauen, ob das für uns ist. Deswegen möchte ich das ins nächste Jahr einfach mitnehmen, um da im Vorfeld mal das Buch zu lesen und zu gucken, hey, kann ich mir das mit meinen Kindern vorstellen? Was davon kann ich mir vorstellen? Und auch die dann so peu à peu ganz langsam an die Rauhnächte heranzuführen. Finde ich super schön, dass das jemand eben auch für Kinder oder für Familien aufgearbeitet hat. Und deswegen noch ein schneller Buchtipp für die Rauhnächte. Ihr bekommt das Buch sicherlich noch jetzt vor den Rauhnächten. Bestellt sicherlich auch. Ich habe es auch bei Thalia liegen sehen. Zu anderen Buchhandlungen kann ich gerade nicht viel sagen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann ist das meine Buchempfehlung in diesem Jahr zu den Rauhnächten. Schreibt doch gerne mal jetzt in die Kommentare, ob ihr die Rauhnächte bisher schon kanntet, ob ihr die Rauhnächte begeht, was ihr da vielleicht so für Rituale habt. Da können wir uns super gerne ein bisschen darüber austauschen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch auch dieses Video wieder gefallen hat. Wenn dem so ist, dann schenkt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und das Buch verlinke ich euch auch wie immer unten in der Infobox. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.